Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrte Frau Präsidentin, Herr Bischof, lieber Herr Miller, Herr Schuller und alle anderen, die ich auch kenne. Vor allen Dingen habe ich jetzt gesehen, dass die Münsteraner Schule hier große Wirkung hinterlassen hat, der Dekan. Ich freue mich, dass Sie sich daran erinnern. Ich erinnere mich nur sehr gut daran. Die haben mich nur in Münster gelassen, im Falle der Tatsache, dass sie wieder zurückkommen wollten. Da wollten die einen sicheren Hafen haben. Deswegen haben die auch ökonomisch vorausgedacht. Aber für uns war Augsburg natürlich eine ganz besonders mitbeachtete Neugründung damals. Mein ökonomischer Ziehvater Hans-Karl Schneider hat jedenfalls in hohem Maße immer wieder das mit in Augenschein genommen. Herzlichen Dank, dass Sie mich zurückkommen lassen und herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Herr Süß, ich kann Sie natürlich überhaupt nicht korrigieren, wie sollte ich das auch machen? Nur zwischendurch hätten Sie sagen sollen, damit nicht jeder glaubt, ich werde nur Politik gemacht, was auch nicht gerade Sinn ein besonderer Anklagepunkt wäre. Aber ich war zwischendurch noch mal ordentlicher Professor an einer Universität in Hannover. Das wollte ich wenigstens gesagt haben. So, das ist jetzt raus, das musste raus. Denn weiß ich, ob Sie da noch lange zugehört hätten, wenn Sie nicht wussten, war auch mal Professor. Und es war nebenbei eine Fakultät, die sich mit Planung und diesen Dingen beschäftigte. Das war wohl auch der Grund, dass ich hier auf der linken Seite zum Sitzen kam. Wissen Sie, das war nämlich die Fortführung meiner Tätigkeit in Hannover. Die waren auch sehr links angesiedelt. Hat besonders viel Freude gemacht. Also, das wollte ich korrigieren. Kleine Fußnote zum Höchstpreis. Wichtiger für mich war, wo ist Herr Schuller, der Guardini-Preis, den ich von der Katholischen Akademie in Bayern bekommen habe. Herzlichen Dank nachträglich nochmal dafür. Jetzt habe ich auch alles abgesagt, was auch für mich noch positiv in die Waagschale zu werfen war. Man hat mir gesagt, es wäre hier sehr vieles historisch wiederholt. Und deswegen ist man natürlich versucht, diesen Ball aufzugreifen. Wenn Sie sich die Entwicklung ansehen im Auswirken des Menschen auf die Natur und auf die Umwelt und auf seine jeweilige Zukunft, dann müssen Sie den Begriff der Nachhaltigkeit immer nennen. Im Augenblick ist er fast so ubiquitär geworden, dass er weitgehend inhaltlos geworden ist. Und deswegen ist es immer gut zu sagen, was meinst du denn damit eigentlich? Ich gehe dann auch gerne einige Jahrhunderte zurück. Da kommen Sie vor etwa 300 Jahren, 1713, nach Sachsen. Und in Sachsen finden Sie einen Menschen, der heißt Karl von Karlowitz. Und nämlich Herr Karl von Karlowitz war in kursächsischen Diensten. Also August der Starke war sein Chef. Und der hat ein Buch geschrieben mit der schönen Überschrift Silvicultura Economia über die wilde Baumzucht. Wenn Sie das hören, werden Sie wahrscheinlich unterstellen, dieser Karl von Karlowitz war der Oberförster bei August dem Starken. Das war er nicht. Er war Oberberghauptmann in kursächsischen Diensten. Sein Dienstsitz war Freiberg in Sachsen. Freiberg in Sachsen liegt mitten im Erzgebirge und das heißt nicht zufälligerweise Erzgebirge, sondern weil man dort Erz gewonnen hat über all die Jahrhunderte hinweg. Er war also für die Erzaufbereitung, vor allem für den Silberbergbau zuständig. Wenn Sie aus diesem Gestein Silber herausholen wollten, brauchten Sie Ressourcen. Sie brauchten Holz, um die Flöze abzustützen. Sie brauchten Holz, um die Schmelzöfen zu betreiben. Und dieser Karl von Karlowitz, Oberberghauptmann seines Zeichens, sah, dass die großen sächsischen Wälder immer kleiner wurden. Sie brauchten also für diese Zwecke mehr von diesem Holz, das da aufwuchs, als nachwuchs. Das ist dann nachdenklich geworden. Und dann hat er sich hingesetzt und hat ein Buch geschrieben über die wilde Baumzucht. Und er hat eigentlich genau die Punkte angesprochen, die wir heute auch wiederfinden, als instrumentelle Wege, um diesem Holzmangel zu begegnen, wie er ihn nennt. Er hat gesagt, wie kann man effizienter mit Holz umgehen, das hat er nicht effizient genannt. Er hat ein wunderschönes Kapitel geschrieben in dem Buch, wie die Hausfrauen beim Kochen des Mittagessens Holz einsparen können.
und vieles andere ebenso. Er hat dann gefragt, gibt es Substitute für Holz? Und ist auf die Idee gekommen, dass man zum Beispiel als Substitut für Holz Torf nehmen kann, um Energie zu erzeugen. Das dürfen Sie heute nur ganz leise ökologisch sagen. Ich komme darauf zurück. Und er hat das ausgeführt, was man jetzt mit Torf machen kann. Und dann hat er eine Frage gestellt, die man sich ja auch naheliegend stellen könnte. Ich meine, wenn das hier eine dialogische Veranstaltung war, würde ich jetzt fragen, was schlagen Sie denn vor? Aber das ist nur, glaube ich, beim Fernsehen, im Ratefernsehen drin. Machen wir also nicht. Er hat sich gefragt, wenn du darauf angewiesen bist, möglichst viel Biomasse, Holz zu bekommen, dann frag doch mal nach, welche Bäume wachsen am schnellsten und bringen am schnellsten Biomasse. Hat er gemacht. Und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, der am schnellsten Biomasse liefernde Baumart war die Fichte. Also war dieser Hans Karl von Karlowitz, der von allen Förstern als Urvater ihrer Profession angesehen wird, auch der Urvater der deutschen Fichtenmonokulturen. Torf und Fichte. Und dennoch, worüber er nicht nachgedacht hat, Herr Bischof, und das ist eigentlich etwas, was wir an anderer Stelle vielleicht beraten sollten, er hat nicht darüber nachgedacht, ob es so etwas wie Suffizienz geben müsste. Dass er seinem Landesvater gesagt hätte, pass mal auf, ich kann dir nicht so viel Silber mehr liefern, weil der Rohstoff fehlt. Mach weniger davon. Interessant, dass dieses in seinem Kapitel über Nachhaltigkeit nicht steht. Also er hat als positiv Effizienz, Substitution und Auswahl, ich nenne das mal Engineering. Er hat wissenschaftlich gefragt, welche Baumart wächst am schnellsten, bringt am meisten Biomasse und hat die angepflanzt. Und dabei hat er den schönen Satz gesagt, das sei dann eine nachhaltige Baumzucht. Da steht das Wort nachhaltig drin und damit ist er der Urvater der Nachhaltigkeit. Vor 300 Jahren, Karl von Karlowitz. Ich habe, wenn ich ganz viel Mut habe, das auch als Bild da, aber ich wollte Sie nicht schocken. Ich bin aus dieser legasthenischen Generation der elektronischen Medien. Deswegen will ich Ihnen das nicht zumuten. Das machen die jungen Leute besser. Und meine Kinder sagen mir immer nur, wenn sie mir das beibringen sollen, das ist doch ganz einfach. Dann gehe ich immer gleich raus. Ja, was ist irgendwie ein Hinweis darauf, also so dumm bist du, also dass du das noch erklärt brauchst. Aber das war eine Fußnote, die können Sie wieder streichen. Die können Sie wieder streichen. Also, 300 Jahre zurück, die entscheidende Erkenntnis, du musst bei deinen Entscheidungen wohl offenbar die Dimension dieser Wirkung von Entscheidungen mit einbinden. Es ist also die Erkenntnis, dass Zeit in den Entscheidungen die entscheidende Rolle mitspielt. Du kannst ihn sagen, und Raum. Du kannst also aus dem, was du tust, offenbar Teile der damit verbundenen Kosten auf die Zukunft abwälzen. Denn wenn du weiter so machst, weißt du, dass dein Nachfolger offenbar richtig Probleme hat, weil er kein Holz mehr hat. Aber dann kannst du sagen, dann bin ich nicht mehr Oberberghauptmann. Solche Mentalitäten ziehen sich auch bis in die Gegenwart durch. Die Attraktivität der hohen Zielzahl wächst mit der Zeit. Also langfristig kannst du alles gut darstellen, wenn du weißt, das ist sicherlich nicht realisierbar, noch zu Zeiten, in denen man mich zur Verantwortung ziehen kann. Kurzfristige Ziele sind immer etwas anders gesehen. In Deutschland ist das bei Klimazielen allerdings nicht so, da sind schon die 2020-Ziele zu lang oder zu kurz. Die werden nämlich auch nie eingehalten. Anyhow, ich will also nur darauf hinweisen, die Dimension von Zeit und geografischer Entfernung ist ein Mittel, um eine Entscheidung auf neue Rechnung vorzutragen und sie eigentlich dadurch nicht nachhaltig zu machen. Nicht nachhaltig zu machen. Ganz spannende Sache. Und wenn dem so ist,
wirst du sehr schnell zum Ergebnis kommen, dass du nicht darüber nachdenkst, welche anderen Techniken könnten denn eigentlich eingeführt werden, um das zu beseitigen. 300 Jahre gehen ins Land und urplötzlich trifft man sich 1992 in Rio de Janeiro zu einer Konferenz, bei der man sagt, offenbar wird zu viel abgewälzt. Offenbar zahlen wir jetzt Rechnungen für das, was früher gemacht worden ist. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das auch regionale Konsequenzen hat. Für mich war das Ganze, ich war junger Minister damals, können Sie sich kaum vorstellen, das war so. Für mich war das ganz spannend. Wir sind dann durch die Welt gefahren, haben versucht, bei all der Regierungen zu sagen, sollten damit hinkommen und sollten da mitwirken. Wenn du im Norden, in dem sogenannten entwickelten Teil der Welt warst, war Rio immer die Konferenz, die United Nations Conference on Environment and Development, Umwelt und Entwicklung. Kamst du in den Süden der Welt, war diese Bezeichnung immer die United Nations Conference on Development and Environment. D und E war ein Hinweis auf die jeweiligen Knappheiten und die Wirkung des Abwälzens von Kosten in der Vergangenheit. Die haben uns immer wieder deutlich gemacht, wir werden das nur so machen können wie ihr. Sie sagten uns, let's be rich at first and clean up later. Wälze erst ab und dann hast du hinterher die Ressourcen und die Möglichkeiten, das aufzuarbeiten wieder. Das war nicht die Lösung offenbar. Aber was war klar geworden, dass der Mensch mit seinen Handlungen immer stärker einwirkt in die Funktionsfähigkeiten von natürlichen Abläufen. Diese Entwicklung hat man versucht, in Rio in den Griff zu bekommen. War ja auch so eine Situation, wenn sie globale Zeitabläufe mal ein bisschen mit verfolgen können. Wissen Sie, in Deutschland ging es um die Frage, wer vertritt denn die Bundesregierung in Rio? Eigentlich musste da der Außenminister hin. Das war Herr Genscher, der war aber der Meinung, großartiger Kollege, der war der Meinung, das wird eh nichts, ist eine Schwätzerei, fährst nicht hin. Dann sollte eigentlich der Kollege Spranger hin. Der war für Entwicklungszusammenarbeit, das hieß damals noch Entwicklungshilfe, zuständig. Der hatte andere Gründe, warum er nicht hin konnte. Und ich hatte keinen mehr hinter mir, ich war der Jüngste und Letzte, ich musste hin. War eine der besten Absagen, die Herr Spranger und Herr Genscher je gemacht haben, das muss ich dazu sagen. Die Tatsache, dass der Mensch offenbar durch seine Entscheidungen heute Konsequenzen für die Zukunft bewirkt, hat natürlich an vielen anderen Stellen auch weitere Entwicklung gehabt, je tiefer der Mensch in die Bausteine von Natur und Leben eindringt. Je mehr sie dekodieren können, was sie an Bausteinen im Leben haben. Und da sind wir immer weiter vorangekommen. Dies hat einen großen Denker, einen holländischen Professor für Chemie, Paul Crutzen mit Namen, der das Max-Planck-Institut in Mainz geleitet hat und jetzt noch zum Teil in Mainz lebt, sehr alt geworden, noch älter als ich, ist also sehr alt, dazu gebracht, darüber nachzudenken, was bedeutet denn eigentlich die Tatsache, dass der Mensch immer stärker die Beeinflussung der Natur zu seiner Sache gemacht hat und dabei erfolgreich gewesen ist. Man hat gesagt, wie sich die Dinge eigentlich entwickelt hat. Sonderweise erstmal mit der Bevölkerungsentwicklung angefangen. Ich versuche das immer möglichst personal und verständlich zu machen. Als ich geboren wurde, 1938, so alt, aber doch nicht so alt. Wie viele Menschen lebten auf der Erde? 2,7 Milliarden. 1938. Heute leben auf der Erde? 7,4, 7,5 Milliarden. In dieser Zeitspanne von 2,7 auf 7,4. Und es gibt viele Prognosen, die langfristig sind, weil sie wahrscheinlich nicht richtig sind. Bevölkerungsprognosen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreffen, weil die Kinder kriegen, jetzt schon geboren sind. Und die
Geburtenquote, das Verhalten ändert sich nur sehr langsam. Ändert sich. Insgesamt sinkt die Geburtenquote in der Welt überall, aber von unterschiedlichem Niveau und mit unterschiedlichem Tempo. Unsere Geburtenquote in Deutschland liegt unter der Sterberate. Das heißt, hätten wir keine Zuzüge, dann würde unsere Bevölkerung abnehmen. Wir würden sogar relativ schnell weniger werden. Relativ schnell. Geht etwa, wenn Sie so in die 80er Jahre dieses Jahrhunderts kommen, werden Sie etwa 12 Millionen weniger Deutsche haben, bei natürlicher Bevölkerungsentwicklung. Dass wir gegenwärtig stabil sind mit einem ganz leichten Anstieg, ist allein der Zuwanderung zuzurechnen. Das ist natürlich gänzlich anders. Der Anstieg in der Weltbevölkerung konzentriert sich eigentlich nur auf zwei große Weltregionen. Auf Afrika und den indischen Subkontinent. Auch China nicht. China ist gerade jetzt am Kipppunkt. Was ja eigentlich nicht überraschen kann, wenn du 1957 die Ein-Kind-Familie einführst, kannst du dich nicht wundern, dass auf einmal deine Bevölkerung nicht mehr ansteigt. Zumal, wenn du in China bist, wo das, was beschlossen wird, im Gegensatz zu anderen Ländern auch eingehalten wird. Und das wird eingehalten mit wirklich drakonischen Maßnahmen. Ich habe Professur in Tongji-Universität in Shanghai. Und ich werde nie müde, die Studentinnen und Studenten zu fragen, ob sie einen Bruder oder eine Schwester haben. Und ich glaube nicht, dass sie mich anlügen. Ich habe noch nie einen gefunden, der einen hatte. Jetzt haben sie beschlossen, man kann auch ein zweites Kind bekommen. Es bekommt aber kaum jemand ein zweites Kind, weil alle Strukturen auf ein Kind ausgerichtet sind. Du wirst ja sehen, wenn du in eine Wohnung da kommst, weißt du, eigentlich ist die für eine Familie mit einem Kind. Und zwar knapp gebaut. Wenn du 1,3 und mehr Milliarden Menschen hast, kannst du dir vorstellen, dass das nicht ganz unwahrscheinlich ist. Das heißt, die beiden wachsen an. Konkret heißt das etwa, wenn wir in das Jahr 2070, 75, 80 kommen, und da sind meine Enkelkinder etwas über 30 Jahre alt. Also das ist nicht eine visionäre Ferne. Für mich schon, aber für die nicht. Für die nicht. Dann werden wir in der Situation sein, dass in Afrika etwa 2 Milliarden Menschen leben. Als wir in diese Dinge einstiegen, in der Zeit, in der ich heranwuchs, war die Bevölkerung von Europa und Afrika fast gleichmäßig. Etwas über 500 Millionen Einwohner. Wir steigen dort auf 2 Milliarden. Und jetzt müssen Sie das mal sehen, ganz interessant, auch da können Sie sich eine Karte vormachen. Malen Sie sich mal eine Karte von Norwegen bis nach Sub-Saharan-Afrika, also bis nach meinem Nairobi oder bis nach Südafrika. Und dann machen Sie einen Strich durch, von Norwegen bis Sambia, sagen wir mal. Und durch jedes Land, durch das Sie kommen, schreiben Sie mal dran, wie hoch ist das Pro-Kopf-Einkommen dort, Bruttosozialprodukt. Da fangen Sie oben in Norwegen an bei um die 70.000, ganz hohes Pro-Kopf-Einkommen. Bei uns liegen wir etwas unter 50. Wenn du in den Südosten der Europäischen Union gehst, Bulgarien, Rumänien und so weiter, bist du schon etwa bei 30. Gehst du übers Mittelmeer in die sogenannten Maghreb-Länder, von Marokko bis Ägypten, durch die Arabellion, die Rebellion dort in dieser Region noch verstärkt, liegst du etwa bei 2.500 bis 3.000 und kommst du in meinen Sub-Saharan-Afrika, liegst du bei roundabout 1.000. Und dann machst du einen Strich zurück durch dieselben Länder und schreibst nur dran, wie ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung dort? Du bist in Sub-Saharan-Afrika, was meinen Sie, bei wie vielen Jahren? Durchschnitt, nicht so wie hier der Durchschnitt, sondern der Bevölkerung insgesamt. Hier sind wir nicht repräsentativ. Durchschnittsalter der Bevölkerung in Sub-Saharan-Afrika um die 20 Jahre. Durchschnitt der Bevölkerung, ganz junge Bevölkerung.
Die gehen nicht alle Länder wieder durch. Durchschnittsalter bei uns ist etwa so hoch wie das Bruttosozialprodukt pro Kopf. Durchschnittsalter. Und kommst du noch weiter nach oben, ist das Durchschnittsalter noch ein bisschen höher. Das höchste Durchschnittsalter in der Welt ist in Japan. Wenn du die beiden siehst, dann weißt du, es gibt Abwälzungsprozesse. Und wir brauchen dringlichst wirtschaftliche Entwicklung dort. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung dort nicht in Gang kommt, da kommen die Menschen in Gang. Dies ist nebenbei vielleicht als Fußnote hinzuzufügen, wenn wir uns immer etwas erregen, zu Recht, über die Überlegung von Herrn Trump, eine Mauer zu bauen. Bei uns haben wir auch eine Mauer. Wir haben nämlich die Türken und die Maghreb-Länder alle gewonnen, diese dort aufzufangen. Also insofern ist das sicherlich humanitär, hoffentlich. Lass uns dazu mal sehr optimistisch sein, besser, wie wir es machen. Aber die Lösung ist es natürlich nicht. Also muss ich offenbar weiter vorangehen. Ich kann nicht hinkommen und den Afrikanern sagen, ihr dürft doch jetzt aber mit den Energien, die wir gebraucht haben, nicht entwickeln, weil wir sonst Klimaprobleme haben. Dann sagen sie, das ist eigentlich interessant. Ihr nutzt erst die billigen Energien für eure Entwicklung. Damit macht ihr ein Problem mit Klima. Und wenn ihr das dann habt, entwickelt ihr für euch teurere Techniken, die wir dann anwenden müssen und bleiben in derselben Ecke hängen, wo wir jetzt sind, sagen wir. Wir müssen also offenbar damit klarkommen, dass die Abwälzung von Kosten von uns bei anderen Erwartungen erzeugt, dass wir solche Lösungen bringen, dass auch dort wirtschaftliche Entwicklung möglich wird, ohne dass das der Fall ist. Und da bist du wieder bei Paul Crutzen, der gesagt hat, offenbar hat der Mensch diese Konsequenzen gegen sich geltend zu machen. Paul Crutzen hat sich dann mit einem oder anderen zusammengesetzt, hat mehrere Veröffentlichungen, die nicht so bedeutsam geworden sind, gemacht und hat dann eine Veröffentlichung gemacht in Nature. Nun bin ich hier im wissenschaftlichen Bereich. Sie wissen, Nature ist the Bible of Science. Ein bisschen unter der Bibel, Herr Bischof. Also. Man muss ja Kirche im Dorf lassen, solange sie noch da ist. Also, er hat in diesem Journal Nature 2002 einen kleinen Artikel veröffentlicht, eine Seite, mit der Überschrift The Geology of Mankind. Und er hat da geschrieben, ich zitiere ganz kurz nur daraus, Human Dominance of Biological, Chemical and Geological Processes on Earth is already an undeniable reality. Also übersetzt, die menschliche Dominanz von biologischen, chemischen und geologischen Prozessen ist auf der Erde bereits eine nicht zu leugnende Tatsache. Und er führt Bevölkerung an, er führt anderes mit an. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, it's no longer us against nature, instead, it's we who decide what nature is and what it will be. Er schreibt also, es ist nicht wir gegen Natur, vielmehr, es sind wir, die darüber entscheiden, was noch Natur ist. Und kurz darauf hat in Times ein großer Artikel gestanden unter der Überschrift Nature is over. Nature is over. Wir kriegen immer mehr eine Hybridisierung von Natur. Ist eine Überschwemmungskatastrophe eine natürliche Katastrophe oder ist eine menschengemachte Katastrophe? Im Zweifel ist es schon eine hybride Katastrophe. Wir haben den Rhein, um ein konkretes Beispiel zu nennen, um insgesamt 60 Kilometer verkürzt. Das bringt dir den Beifall derer am Oberrhein des Rheins, am Oberlauf des Rheins ein. Führt aber dazu, dass das Wasser schneller abgeführt wird, sodass die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen im Unterlauf des Rheins deutlich ansteigt. Was auch tut. Was ist es also? Ist es eine Naturkatastrophe? Oder ist es eine vom Menschen verursachte Katastrophe?
Sie können viele andere Dinge dazu machen. Und da sind wir genau bei dem, was jetzt in den Zeitungen steht, bei IPSGS. Genau das ist es. Wir gehen da nicht hin und rotten mit Messer und Pistole Tiere und Pflanzen aus, aber wir verändern die Lebensgrundlagen dafür. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Flurbereinigung noch können. Das ist ja schon eigentlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was war denn da eigentlich schmutzig, was wir bereinigt haben? Möglicherweise Eigentumsgrenzen oder ähnliches. Wir haben es aber bereinigt, damit die Feldflur maschinengerecht wird. Und dadurch natürlich eine ganz andere Mechanisierungsquote möglich wird, mit dem Ergebnis, dass dadurch die Problematik für die Böden weiter ansteigt, Verdichtungsmaßnahmen und ähnliches. Das ist also nicht böser Wille, es ist nur ein Faktum. Und ich will, das wundert mich immer, dass man meint, das wäre schon eine politische Aussage. Das ist gar keine politische Aussage, es ist ein Faktum. Wir haben dann hinterher immer wieder gesagt, wir brauchen nicht mehr eine Flurbereinigung, sondern eine Flurbereicherung. Wie kriegst du das denn wieder hin? Kannst du das korrigieren? Und man sieht dabei, dass dieses offenbar immer schwerer wird, weil du immer stärker in die Bausteine von Natur und Umwelt eingegriffen hast. Der Apennin war mal bewaldet. Die hängenden Gärten der Semiramis waren nicht in der Wüste. Also es hat sich vieles verändert, das ist gar keine Frage. Nur offenbar ist das, was Husserl sagt, it's no longer us against nature, instead it's we who decide what nature is and what it will be, nicht ganz falsch ist. Die Frage ist jetzt aber, wenn dem so ist, müsste man ja, um die mittel- und langfristigen Konsequenzen des eigenen Handels mitzusehen, sich bei der Entscheidung viel Zeit lassen. Genau das Gegenteil aber ist eingetreten. Wir leben eigentlich unter dem Diktat der Kurzfristigkeit. Wenn dem so ist, werden wir immer sehen, dass unsere Entscheidungen wiederum mit negativen Konsequenzen verbunden sind, die wir nicht beachtet haben, als wir entschieden haben. Auch das ist, glaube ich, immer stärker zu beachten. Man könnte es so formulieren, dass wir eigentlich nur noch wachsen an der Beseitigung der Folgen, der negativen Konsequenzen vorangegangenen Wachstums. Und damit hast du eigentlich durch diese Kurzfristigkeit die Möglichkeit, nicht mehr alternativ zu handeln, weil ja die negativen Konsequenzen des Vorangegangenen bewältigen muss. Herfried Münkler, einer der großen deutschen Sozialwissenschaftler, hat ein Essay im Spiegel geschrieben, 2011, glaube ich, mit dem Titel, ein wunderschöner Titel, Die rasenden Politiker über das absehbare Ende der parlamentarischen Demokratie. Und er hat drei Kriterien für parlamentarische Demokratien fixiert. Wie gesagt, erstens, es muss möglich sein, Alternativen für das zu entwickeln, was von einer Regierung vorgelegt wird. Also die Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln. Die Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln, hat aber eine Zeitkomponente wiederum. Und die Frage, wie sieht es mit Alternativen aus, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Frau Thatcher, die ehemalige Premierministerin von Großbritannien, wurde im Kabinett immer als Tina bezeichnet. Tina hieß nichts anderes als There is no alternative. Merke, das Unwort des Jahres 2011 war alternativlos. Das heißt, wenn du alternativlos bist, musst du dich ja fragen, welche Rolle hat denn dann ein Parlament in dieser Alternativlosigkeit? Deswegen ist sein zweites Kriterium beim Münkler, er sagt, das Parlament muss die Möglichkeit haben, den Zeitablauf festzulegen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die Zeitabläufe in Parlamenten werden von Kräften mitgetragen, die überhaupt nicht im Parlament sind. Da gibt es
Einflüsse, Finanzmärkte. Ein großer deutscher Außenminister, Joschka Fischer, hat mal den schönen Satz gesagt, keiner kann gegen die Märkte Politik machen. Wenn du nicht mehr gegen die Märkte Politik machst, bist du von den Zeitabläufen in den Märkten, und das sind immer kürzere Zeiten, abhängig. Du wirst auf einmal too big to fail. Du kannst gar nicht anders entscheiden, als eine Bank zu retten, weil wenn du sie nicht rettest, die damit verbundenen Konsequenzen so weitreichend sind, dass du sie nicht mehr verantworten kannst. Too big to fail. There is no alternative. Der Zeitablauf wird extern bestimmt. Je größer also die Auswirkungen der Tatsachen werden, dass der Mensch die Natur festgelegt hat und damit auch verantwortlich wird dafür, die negativen Konsequenzen seiner vorangegangenen Entscheidung wieder zu beheben, siehe too big to fail, wird es offenbar notwendig werden, so etwas als Realität anzuerkennen. Und drittens hat er als Anforderung an Demokratie genannt, es wäre notwendig, dass die Wähler zwischen der Alternative und dem, was die Regierung sagt, unterscheiden könnten, dass sie die Alternativen verstünden. Das hat er nicht weiter ausgeführt. Also ist offenbar die Tatsache, dass der Mensch durch das, was er bisher getan hat, immer stärkere Konsequenzen für die Zukunft hat, also nicht nachhaltig war im Sinne von Karl von Carlowitz, eine Konsequenz für die Funktionsfähigkeit einer parlamentarischen Demokratie. Hannah Arendt sagt, anfangen können, Alternativen zu haben, ist der Kern der Freiheit. Und genau das ist es. Deswegen ist diese Diskussion über das Anthropozän nicht ein folgenloses. Kruzen geht natürlich dann ein Stückchen weiter in seinem Beitrag. Wie gesagt, man kann ihn lesen. Er ist der mit Abstand am häufigsten zitierte Artikel aus Nature. Das heißt schon was. Das heißt was. Er ist eben auch nur eine Seite lang. Merke für den wissenschaftlichen Nachwuchs hier, lieber kurz und mit dem einen oder anderen kalkulierten Fehler veröffentlichen, wirst du zitiert. Ist besser, als wenn du alles richtig gemacht und keiner erwähnt ist. Also eine Seite, kluge Leute haben die Worte gezählt, die er gebraucht hat, um das Anthropozän zu machen. Es sind insgesamt 626 Worte. Die liest du noch, selbst in unserer Zeit. Ich sehe das immer bei meinen Enkelkindern, die kommen immer nur mit gefaxten Blättern an. Wir hatten noch Bücher, das geht auch etwas weiter. Wie es auch sei. Jedenfalls ist offenbar es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir in diesem Artikel wiederum weiterführen und sagen, wenn dem so ist, wenn Nature over ist, wenn wir diese Abhängigkeiten unbewusst eingegangen sind, wie können wir denn es anders machen? Du kommst natürlich zunächst mal dazu und sagst, musst du länger nachdenken. Nur, ich bin ein Schüler von dem, die da sagen, wir wollen nicht etwas die Wahrheit finden, nach Wahrheit suchen, verifizieren, sondern wir wollen alles tun, vorhandenes Wissen zu falsifizieren. Hinreichend bekannte Persönlichkeiten. Menschliches Entscheiden ist immer entscheidend bei unvollkommener Information. Immer. Wenn wir allwissend wären, wären wir nicht mehr Menschen. Sie kennen das, als Ökonom lernt man immer das Informationsparadoxon kennenlernen. Kennt man das? Besagt, wenn der Verbrecher und der Detektiv beide vollkommene Informationen haben, bleiben beide stehen. Weil ja jeder schon weiß, wenn er was macht, was der andere da machen würde. Du hast ja vollkommene Informationen. Wenn menschliches Entscheiden, also immer entscheidend bei unvollkommener Information ist, kannst du auch jetzt schon sagen, was wir jetzt tun, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, wird wiederum Fehler auslösen, die dann wieder zu korrigieren sind. Konsequenz daraus, Piecemeal Engineering, kleinteilige Entscheidung, große Vorsicht bei mir vor großen Transformationen, über die wir dauernd reden, Fehlerhaftigkeit mitdenken und damit auch anpassungsfähig machen, Flexibilitäten,
bin Co-Vorsitzender eines Gremiums, das du nur als Co-Vorsitzender überleibst, wenn du entweder schon so weit bist, dass du sagst, sonst fragt keiner mehr, oder du warst unter Nicht-Wassereinfluss. Bringt mir auf eine gute Idee. Das ist das nationale Begleitgremium für die Entsorgung hochradioaktiver Abfallstoffe. Das ist ja auch genau dasselbe, was wir gesehen haben. Ich meine, in Bayern ist das bewältigt, in der Koalitionsvereinbarung steht, Bayern kommt für sowas ja nicht in Frage. Vorher haben wir aber gerade alle, inklusive Bayern, beschlossen, dass wir auf einer weißen Landkarte suchen sollten. Die wird dummerweise in Bayern schwarz. Das kann mal richtig sein, aber muss nicht immer sein. Aber das war außerhalb des Themas, was wir hier hatten. Außerhalb des Themas. Nein, aber wir sehen offenbar, dass wir nicht lang genug gedacht haben wiederum. Es ist eine klare Bestätigung, was wir wiederum sehen als, du hast zu tun mit den negativen Konsequenzen vorangegangener Entscheidungen, die etwas übersehen haben, was hinterher größere Bedeutung hat. Und dadurch wird deine Handlungsfähigkeit im demokratischen Ablauf immer eingeengter und dadurch wirst du sehr dazu beitragen müssen, in die Zukunft hinein eher mit Kleinteiligkeiten voranzugehen, als mit den großen ideologischen Entwürfen, denen ich mit höchster Skepsis gegenüberstehe und bei denen ich eigentlich noch nie gesehen habe, dass es was gibt, was das widerlegt. Paul Crutzen kommt auf diesen 626 Worten gegen Ende zu der Aussage, a daunting task lies ahead for scientists and engineers to guide society towards environmentally sustainable management during the era of the Anthropocene. Übersetzt heißt es, es steht eine herausfordernde Aufgabe vor Wissenschaftlern und Ingenieuren, die Gesellschaft in umweltstabiler Weise durch so zu managen, dass sie die Ära des Anthropozäns durchstehen kann. Was fehlt eigentlich in dem Satz? A daunting task lies ahead for scientists and engineers. Das liest sich so freundlich weg. Der Tatsache ist doch wohl offenbar Aufmerksamkeit zu schenken, dass da drin eine politische Komponente nicht mehr drin ist. Der sagt ja nicht, a daunting task lies ahead of politics, scientists and engineers. Sondern offenbar wird den Scientists das zugeschrieben, diese Lösung für die Zukunft zu bekommen. Und er fährt da fort, this will require appropriate human behavior at all scales and may well involve internationally accepted large-scale geoengineering projects, for instance, to optimize climate. Wiederum übersetzt, also diese Aufgabe erfordert, ich habe das bei mir in Fettschrift gedruckt, appropriate human behavior, geeignetes menschliches Verhalten. What the devil is that? To say it in English. Was ist das? Wer bestimmt das? Angemessenes, entsprechendes menschliches Verhalten auf allen Ebenen und wird auch international akzeptierte Large-Scale Geoengineering, also großskalige Geoengineering-Projekte umfassen, zum Beispiel to optimize climate. Darüber will ich das nächste Mal ein bisschen tiefer sprechen. Ist aber auch eine ganz spannende Sache wiederum. Natürlich kannst du hinkommen nach dem alten Motto, was uns die Technik nicht geleistet hat, wie wir erwartet haben in der Vergangenheit, machen wir jetzt mit technischen Mitteln wieder weg. Und du kannst natürlich auch von Menschenhand durch die Kenntnisse, die wir erworben haben, das Klima beeinflussen. Dieses Climate Engineering sollten Sie sich merken. Es ist nämlich eins, das eigentlich unabhängig ist von wer das gemacht hat.
Herr Trump ist sehr der Meinung, es gibt einen Klimawandel, aber der Mensch hat nichts damit zu tun. Sondern es sind die üblichen klimatischen Veränderungen, die der Menschheit im Boden liegt. Wir sind jetzt nur in der Generation angekommen, wo wir diese natürlichen Verhältnisse durch Technik verändern können. Ist ein deutlicher Unterschied. Also gehen Sie mal und lesen Sie die Forschungsagenda von großen amerikanischen Universitäten, Harvard an der Spitze. Da werden Sie einen großen Forschungsbereich Climate Engineering finden. Großen Forschungsbereich. Das darf man nur in geschlossenen unter uns sagen. Ja. Ich bin sehr, sehr besorgt, dass diese Konsequenz, a daunting task lies ahead of scientists and engineers, eine solche Konsequenz damit sich haben wird. Und die Frage mit den Behavior ist genauso offen geblieben dabei. Also, man sieht, dass die Tatsache, dass wir immer stärker in diese Bausteine eingegriffen haben, damit auf der einen Seite einen hohen Verlust an natürlicher Diversität haben, darüber sprechen wir gegenwärtig intensivst. Nebenbei, wenn Sie gestern im Fernsehen, wo vorgestern im Fernsehen gesehen haben und das im Tagesschau gesehen haben, der das Vortrag trug, ein etwas wirr aussehender Herr mit einer Krawatte, wo ein Tier drauf war, sagt, das stirbt auch aus. Ich trage nur Krawatten mit Tieren, deswegen darf ich das nicht machen. Ist überhaupt nicht mehr notwendig, sehe ich gerade. Herr Müller, wir sind so etwa die, nee, Honoratioren tragen auch Schlipsel, das ist gut. Das ist beruhigend zu wissen. Also, das war der Bob Watson, der war der erste Chef vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Es kommt auf derselben Bereiche. Und wenn du überlegst, die beiden gehen ganz eng miteinander zusammen. Und da kannst du ja weiterdenken. Was wir jetzt als Instrumente dafür haben, was wir mit Klima machen, Climate Engineering, wirst du auf der biologischen Seite wiederfinden. Und wir haben ja so etwas schon wie Bioengineering. Die gentechnische Veränderung, das Schaf Dolly. Wir sind in einer Situation, wo wir Vielfalt machen können. Wie wir machen können. Und auch wenn wir sie jetzt in dieselbe Struktur zurückfinden, merken wir auf einmal, das passt nicht mehr, weil die Ökosysteme anders geworden sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man die vorhandenen Grundfesten von Ökosystemen jetzt noch erhält. Die Bieneninitiative hat ja auch in Bayern durchaus Wirkungen gehabt, die man nicht so erwartet hätte. Meistens wird nicht ganz intensiv genug darauf hingewiesen, dass die Honigbiene eigentlich die am wenigsten gefährdete ist. Die Wildbienen, die sind gefährdet. Die Hühner sind ja nicht gefährdet, aber sie sind auf mehr oder weniger zwei Rassen begrenzt worden. Was meinen Sie, wie viele Hühnchen pro Tag in Hamburg verzehrt werden? 31.000 pro Tag. Sie haben wiederum, wie Karl von Karlowitz herausgefunden, welches ist die Hühnerrasse, die am schnellsten was ansetzt. Und wie kann man das am besten beeinflussen? Wir ingenieren bereits enorm an vielen Stellen. Und dieses Zusammenspiel muss man, glaube ich, mit betrachten, um zu fragen, wie willst du das jetzt, dieses damit verbundene Behavior, außerhalb politischer Rahmengrößen bewältigen. Darüber weiter nachzudenken, werde ich mir erlauben, in dieser großartigen Dreierreihe Herr Dekan weiter zu verfolgen. Ich will mich wirklich damit beschäftigen, wie wir die Maßnahmen damit verbinden können. Was ist das und wie gehen wir damit um? Wie sehen wir das in einer Zeit, in der das alles, was wirklich perspektivisch Zukunft ist, immer mehr global ist und wir gleichzeitig sehen, dass in dieser Zeit, wo, wie der englische Außenminister gesagt hat, more and more things are beyond the capacity of any individual state, wenn immer mehr Dinge über die Kapazität eines Staates hinausgehen, genau in dieser Zeit machen wir eine Renationalisierung, wo er sagt, a global appropriate behavior ist ein globaler Ansatz. Ich bin besorgt, dass wir Klimapolitik machen für Deutschland.
Ich meine, wir müssen die Klimapolitik machen als ein verantwortlicher Player im internationalen globalen Zusammenhang. Das ist ja absolut notwendig. Das können wir nur machen, indem wir die Techniken entwickeln bei uns, die dann hinterher globalisierungsfähig sind. Ich wage es zu sagen, unser größter Beitrag für die Klimapolitik bisher waren die Milliarden, die Sie alle mitbezahlt haben zur Entwicklung der Solarenergie, dass die so preiswert jetzt geworden ist, dass sie global eingesetzt werden kann. Das konnte niemand anders machen. Das musste ein technologisch führendes, wohlhabendes Land machen. Dann wird daraus ein Schuh. Als wir damit angefangen haben, war noch bei den Vereinten Nationen, haben große Ökonomen bei den UN mich permanent beschimpft. Es wäre unglaublich, wir würden so viel Geld dafür ausgeben, dafür könnten wir doch vieles andere viel besser machen. Die sind jetzt alle große Verfechter der Solarenergie. Denn damals kostete sie 1 Euro pro Kilowattstunde. Jetzt kostet 2, 3 in richtigen Gegenden sogar noch weniger Eurocent. Das ist das, was wir machen müssen. Dass wir uns klar darüber werden, wie kriegen wir globalisierungsfähige Technologien, die andere übernehmen können, um die Probleme zu bewältigen, die sie hindern daran, wirtschaftliche Stabilität zu gewinnen und deswegen in ihrer Heimat Heimat zu finden. Alles dies sind Auswirkungen aus dem, was ich versucht habe, mit Paul Crutzen zu belegen. Paul Crutzen, sollen Sie sich insgesamt merken, Nobelpreisträger geworden, ist er für etwas gänzlich anderes, nicht für das Anthropozän, das jetzt intensiv diskutiert wird natürlich, aber in der dafür zuständigen Abteilung der World Geological Society bereits als Arbeitsauftrag steht. Also es ist nicht irgendwie eine spinnerte Idee geblieben, ganz im Gegenteil. Das Anthropozän ist eine, davon kann man wohl ausgehen, außerordentlich fruchtbar wirkende und insgesamt weiterverfolgte Überlegung. Wie können wir denn in diese Situation hinein Beiträge bringen, so einen Menschen wie Paul Crutzen oder Hermann Scheer bei Solar auf anderen Feldern zu haben? Ich halte das für zwangsläufig unsere zentrale Aufgabe, dass wir Rahmenbedingungen dafür setzen, dass das noch nicht zu Denkende gedacht wird und erprobt wird. Wir hätten auch möglicherweise diesen Lerneffekt nicht bekommen bei der Solarenergie. Wenn Sie so wollen, haben wir darauf gewettet. Das kommt so. Ist so gekommen. Haben wir die Wette gewonnen. Ist ja prima. Und wie Sie einleitend gehört haben, habe ich unter Wetten genug gelitten. Also den Sprung in den Rhein gehörte dazu. Den jungen Leuten sei gesagt, machen Sie sowas nicht. Ob mit oder ohne Badekappe sei dahingestellt, machen Sie es nicht. Sie können den wirklichen Grund niemandem erklären. Es wird der Grund genommen, der sich anbietet. Und da kannst du wirklich Ärger haben. Ich habe es mit Schwierigkeit überstanden. Aber Sie sehen, ich stehe noch. Es ist mir auch lieber, wenn man auf den Sprung in den Rhein verweist, als wenn man sagt, das ist der grüne Punkt. Und selbst das ist mir noch lieber, als wenn man mir sagt, das ist der gelbe Sack. Das ist dann die oberste Grenze. Die würde ich bitte nicht verwenden wollen, auch bei anfälligen weiteren Begrüßungen, über die ich mich nebenbei sehr gefreut habe. Gefreut habe ich mich, dass Sie mich eingeladen haben. Und Herr Dekan, wenn Sie die Historie angesprochen haben, wenn ich hinter mir Jakob Fugert weiß, dann frage ich mich auch, was hat der denn gebracht, was wir möglicherweise jetzt im internationalen Finanzwesen wiederfinden. Ich gehe ganz sicher davon aus, dass die Universität Augsburg dieser zentralen Frage genauso nachgeht, wie andere der Frage nachgegangen sind, was Karl von Carlowitz wohl mit den Dingen zu tun hat, die uns jetzt quälen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. So. Thank you.